Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Collaboratory, Sie haben ganz recht gehabt, manchmal ist Technologie ein Hindernis, nicht nur für Menschenrechte, sondern auch für Präsentationen. Aber wie Sie sehen, zum Schluss klappt alles, man muss nur technologiesensibel vorgehen. Und das ist eine der Kernaussagen unserer Initiative. Menschenrechte und Internet sind kein Widerspruch, im Gegenteil. Menschenrechte und Technologie bedingen einander und verstärken einander. Aber lassen Sie mich ein bisschen ausholen. Im letzten Jahr haben Staaten, internationale Organisationen, Vertreter der Zivilgesellschaft verschiedene Erklärungen vorgeschlagen und Prinzipien vorgeschlagen, wie die Zukunft der Internetregulierung auszusehen hat. Sie variierten sehr stark bei ihrer Fokussierung auf wirtschaftliche Aspekte oder auf Sicherheitsaspekte, aber eines hatten sie fast alle gemein: ihr Fokus auf Menschenrechte als der Backbone, ihr Fokus auf Menschenrechte als der ethische Anker der Internetregulierung der Zukunft. Aber was heißt das? Dürfen Bürgermeister etwa Fotos von Vandalen, die Kindergartenzäune zerstören, online stellen und also quasi als Hilfs-Sheriffs auf Verbrecherjagd gehen? Dürfen soziale Netzwerke Gruppen zensieren, die sie für unangebracht halten? Stellt das Internet also eine Gefahr für die Meinungsäußerung dar? Oder macht es gerade in Entwicklungsländern Meinungsäußerung, effektive Meinungsäußerung erst möglich? Diesen Fragen hat sich die fünfte Initiative des Internet und Gesellschaft Collaboratories gewidmet. Doch was ist dieses Collaboratory, in dem man eben, wie Sie auch gemeint haben, so schön kollaborieren kann? Das Collaboratorium ist eine Venture-Plattform, die die Entwicklungen, die sich ergeben in der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft, kritisch begleiten will. Sie will sie kritisch begleiten unter Bezugnahme auf die Erwartungen und Hoffnungen und Befürchtungen der zentralen Stakeholdergruppen. Das sind die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, die Wissenschaft, auch Vertreter von Staaten. Wir haben schon 5 Initiativen zu verschiedenen Aspekten des Internets im Rahmen des Collaboratories hinter uns gebracht. Dies ist die 5. Mit Ende einer Initiative ist diese aber nicht wirklich zu Ende. Nein, dann beginnt erst der Prozess der Kommunikation und des Nachdenkens auf Basis unserer Endberichte. Wir haben auch im Rahmen des Collaboratories 7 Ohus. Ohus ist Maori für Arbeitsgruppe. Diese Ohus widmen sich längerfristig aktuellen Themen der Regulierung des Internet und der Rolle der Menschenrechte im Internet. Initiiert wurde das Collaboratory von Google Deutschland 2010. Inzwischen gehören dazu auch die Wikimedia Foundation Deutschland, Creative Commons, Fraunhofer Focus, das World Wide Web Consortium Deutschland-Österreich, SMBS und CSC. Kommen wir jetzt kurz zur 5. Initiative. Wir haben uns zentrale Fragen gestellt. Wir haben uns überlegt, welche Rolle die Menschenrechte für das Internet spielen und das Internet für die Menschenrechte. Wir haben uns zunächst gefragt, macht das Internet alles neu? Brauchen wir neue Menschenrechte für das Internet? Oder lassen sich klassische Menschenrechte auf das Netz übertragen? Wir haben hier eine These aufgestellt, nämlich die These, dass das Internet nicht alles neu, aber vieles besser macht. Alle Menschenrechte, und das ist ein ganz zentrales Ergebnis, alle Menschenrechte, die offline gelten, gelten auch online. Das Rad im Wagen des Menschenrechtsschutzes muss nicht neu erfunden werden, nur weil er jetzt in Online-Territorien fährt. Es braucht nur bessere Stoßdämpfer. Wir haben uns auch gefragt, welchen Beitrag das Internet zur Durchsetzung von Menschenrechten leisten kann. Hier haben wir die These aufgestellt, dass das Internet neue Wege der Information schafft und neue Räume für Kommunikation. Dadurch ist es ein Brennglas zur Fokussierung des menschenrechtlichen Potenzials, zur Empörung und zum Engagement. Schließlich haben wir uns gefragt, das ist eine der 3 wichtigen, zentralen Fragen,
wie die Menschenrechte als Basis für globale Internet-Governance-Strukturen dienen können. Unsere These: Eine andere Welt ist möglich. Die Menschenrechte sind das ethische Fundament, sie sind auch der rechtliche Anker, der Endzweck jedes Entwurfs einer Internet-Governance der Zukunft. Schauen wir uns die Ergebnisse im Detail an. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir sie dann heute im Laufe des Abends mit Ihnen kontrovers diskutieren. Auch unsere beiden Redner, Owen Pringle und Rikke Frank Jørgensen, werden Aspekte unserer Outcomes, unserer Thesen behandeln, werden sie reflektieren im Lichte der Praxis. Und das ist auch, was wir heute machen wollen. Wir möchten in einen Diskurs treten mit Ihnen. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit eröffnen, zu reagieren auf das, was wir vorschlagen, als gestalterische Elemente der zukünftigen Implementierung von Menschenrechten im Internet. Ist zum Schutz der Menschenrechte, haben sich unsere Expertinnen und Experten gefragt, Widerstand im Internet legitim? Widerstand, unsere These, Widerstand im Internet ist im 21. Jahrhundert nicht nur das Recht, sondern in Form eines zivilen Ungehorsams gegenüber Unrecht sogar Pflicht für uns neue Online-Bürger, Online-Citoyens, die für unsere Menschenrechte und die Menschenrechte anderer kämpfen, und sie kämpfen mit den Mitteln auch des digitalen Widerstandes. Gibt es menschenrechtliche Schutzlücken im Internet? Das Internet, haben wir herausgefunden, stellt den Menschenrechtsschutz nicht vor grundlegend neue Herausforderungen. Bestehende Rechte, der bestehende Menschenrechtsacquis, diese müssen in der politischen und rechtlichen Praxis der Institutionen weiterentwickelt werden, neu verstanden werden, um der Vielfalt der Herausforderungen, die das Internet mit sich bringt, gerecht zu werden. Aber noch einmal, wir brauchen nicht fundamental neue Rechte, wir müssen die Rechte, die es gibt, auf das Internet anwenden. Dann haben wir in zwei Arbeitsgruppen uns auf die Rolle der sozialen Medien gestürzt. Wie verändert sich Aktivismus, haben wir uns gefragt, durch die Digitalisierung, durch die verstärkte Nutzung des Internet. Das Internet, haben wir herausgefunden, schafft neue digitale Öffentlichkeiten. Es beschleunigt die Kommunikation. Es vereinfacht die Sammlung von Interessen, die Interessensaggregation. Und es vereinfacht die Artikulation dieser Interessen. Dadurch wird der soziale Aktivismus, der Social Activism, dynamisiert. Das führte uns zu der nächsten Frage. Wie können soziale Medien zur Mobilisierung für die Menschenrechte genutzt werden? Soziale Medien, Social Media in Form von Blogs, Videoblogs und ihren anderen Ausprägungen sind der schnellste, der flexibelste Informationskanal der heutigen Welt. Allerdings sind sie auch anfällig für Zensur und auch für Manipulation und auch für menschenrechtsfeindliche Äußerungen. Für eine menschenrechtsbasierte Gesprächs- und Streitkultur im Internet müssen wir daher gemeinsam Unternehmer und User, alle als gleichberechtigte Participants, als Stakeholder, gemeinsam gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Wie kann, dies eine wichtige Frage auch, Technologie ganz generell zum Schutz der Menschenrechte beitragen? Wir haben festgestellt, und das werden Sie bestimmt auch aus Ihrer alltäglichen Praxis kennen, dass Anwender häufig mit Fragen, die die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre betreffen, im Netz überfordert sind. Eine aktuelle Studie der Uni Cambridge hat etwa ergeben, dass 1% aller Passwörter 1, 2, 3, 4, 5 heißen. Ein weiteres Prozent 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Ziffern sind offensichtlich schon zu viel. Das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für den Schutz auch unserer Menschenrechte. Aber nicht nur wir, auch die Internetdiensteanbieter. Diese sind nämlich in einer Doppelrolle begriffen. Sie sind einerseits Vertragspartner von den Usern, andererseits aber auch stehen sie in einer Verantwortung als Akteure in einem staatlichen Kontext. Sie werden herangezogen als Hilfspolizei. Dies führt zu Funktionen Verwirrung. Internationale Gerichte, wird für den Europäischen Gerichtshof, haben hier geholfen und aufgezeigt, dass diese Funktionenverwirrung nicht
zu Filterung ohne weiteres führen darf. Technische Schutzmaßnahmen sind hier gefragt, etwa ein unabhängiges Identitätsmanagement und Überwachung. Eine Überwachung auch der Überwacher. Wir haben nicht nur uns Menschenrechtsfragen gewidmet, wie sie im deutschen und europäischen Kontext entstehen, nein, wir haben auch explizit fokussiert auf die Erfahrungen von Menschen in Entwicklungsländern, da dem Internet ein großes emanzipatorisches Potenzial innewohnt. Ein spektakuläres Potenzial zur Stärkung des Menschenrechtsschutzes in Entwicklungsländern, dadurch, dass man das Internet als Katalysator zur Sicherung anderer Menschenrechte, des Rechts auf Gesundheit, des Rechts auf Information, des Rechts auch auf Entwicklung nutzen kann. Westliche Menschenrechtsdiskurse und die Probleme, wie sie sich in westlichen Menschenrechtsdiskursen ergeben, Datenschutz etwa oder Urheberrecht, können nicht ohne Anwendungsverluste auf Diskurse in Entwicklungsländern übertragen werden. Da geht es um andere Themen, da geht es um Zugang etwa. Was wir brauchen also, sind eigene Ermächtigungsdiskurse, eigene Ermächtigungsdimensionen, die wir beachten müssen. Zum Beispiel die Selbstbefähigung durch Informationszugang in den Entwicklungsländern, die weltweite Vernetzung gerade mit Mitgliedern der Diaspora und die Förderung gerade auch der Menschenrechte der Frau und gerade auch der Menschenrechte von benachteiligten Gruppen. Man muss das Rad, ich habe es schon eingangs erwähnt, nicht neu erfinden. Man kann zurückgreifen, man soll sogar zurückgreifen auf geübte Modelle von Best Practice. Welche dieser Modelle, haben wir uns auch gefragt, gibt es? Eine zentrale Aussage dieser Untersuchung ist, dass lokal global ist. Das heißt, lokale Good Practice Modelle können globalisiert werden. Blogger und Menschenrechtsaktivisten auf der ganzen Welt nutzen das Internet. Sie nutzen es, um etwa den erstarrten Kommunikationsstrukturen in autoritären Regimen zu entkommen, auszubrechen, die Zensur der Medien zu überkommen. Wir haben heute Videos gesehen von Bloggern, die das Internet nutzen, um ihre Message in die Welt zu senden. Dadurch kann das Internet Aufmerksamkeit schaffen und mit der Aufmerksamkeit kann es sozialen Wandel beschleunigen. Wir schauen nicht nur auf verschiedene regionale Perspektiven, nein, wir schauen auch auf verschiedene Zeithorizonte. Wir haben uns auch überlegt in einer Arbeitsgruppe, wie die Welt einer polyzentrischen Internet Governance, also einer Internetregulierung mit verschiedenen Zentren im Jahr 2035 aussehen kann. Zurzeit ist die Internet Governance unübersichtlich. Es gibt Marktmechanismen, es gibt verschiedene Handelsabkommen, die die internationale Telekommunikation regeln. Es gibt noch keinen großen Internetvertrag, keine Charta mit der UN-Charta vergleichbar, keine Charta, die die Menschenrechte im Internet schützt und die Internet Governance menschenrechtssensibel ausgestaltet. Das wird sich ändern mit unserer Arbeit. Unsere Arbeit, unsere Gruppe, unsere Initiative hat einen neuen Ansatz entwickelt, einen Ansatz einer menschenrechtsbasierten, polyzentrischen Internet Governance, die allen drei großen Stakeholdergruppen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik, es ermöglicht, auf Basis effektiver Selbstregulierung zusammenzufinden. Wir werden, und ich darf es verkünden, wir werden eine transnationale Republik gründen, eine neue Home of the Mind, das schon Jeremy Barlow in Davos 1998 gefordert hat. Aber diesmal wird es wirklich sein. Und in dieser Republik, und es ist ganz zentral, werden Menschenrechte zentrales Schutzgut sein. Keine Republik ohne Akteure. Wir müssen uns also auch anschauen, das haben wir getan, wer im Internet die Entwicklung beeinflusst, wie die verschiedenen Akteure zusammenhängen. Man kann sie nicht untersuchen, ohne zu schauen, wer die Macht hat. Wer die Macht hat, hat nicht unbedingt Recht, aber sehr oft hängen Macht und Recht sehr nahe zusammen.
Wir haben uns also angeschaut, wir haben untersucht, wie die komplexen Macht- und Einflusszusammenhänge im Internet ausgestaltet sind. Wie diese auch, so sie zu illegitimen Ergebnissen führen, durchbrochen werden können. Gezielte Initiativen, gezielte netzpolitische Interventionen, das ist ein wichtiges Ergebnis, müssen dann eingesetzt werden, wenn illegitime normative Ergebnisse erzielt werden durch die Art, wie das Internet, wie die Akteure des Internets zusammenwirken. Denn wo zu viel Macht ist, ist das Ergebnis oft mächtig schlecht. Schließlich haben wir uns angeschaut, wie diese Akteure aktiv werden, wie sie also das Internet regulieren, mit welchen Instrumenten das Internet zurzeit reguliert wird und die Menschenrechte in Zukunft auch durchgesetzt werden können. Und es ist ein wichtiger Punkt, den wir machen wollen. Menschenrechtsschutz, und das sollten Sie alle mit nach Hause nehmen und in Ihre tägliche Praxis integrieren, Menschenrechtsschutz muss die tägliche Praxis aller Internet-Userinnen und User werden, die eben nicht nur User sind, sondern ja Participants, Teilhaber, nicht nur Teilnehmer, sondern Stakeholder an der globalen Internetgemeinschaft. Das Internet ist mehr als ein Medium, das Internet ist ein Raum, in dem wir alle die Zukunft gestalten können. Wie sollen wir sie gestalten? Durch soziale Normen, ganz wichtig, soziale Normen, die im Prozess der Selbstregulierung durchgesetzt werden können, menschenrechtssensible soziale Normen. Gleichzeitig aber, und auch das ist zentral, muss der Staat den Rahmen sichern. Es darf nicht, wie jetzt während der Wirtschaftskrise, zu einem menschenrechtlichen Marktversagen kommen. Das Allgemeingut, die Global Commons, und auch das ist das Internet, müssen geschützt werden. Das heißt, wir rufen nicht auf, den Staat zu überkommen, wir rufen dazu auf, ihn im Kontext der anderen Stakeholder, der Individuen, des Privatsektors neu richtig zu verstehen. Das sind die zentralen Ergebnisse unserer Initiative. Diese zentralen Ergebnisse werden wir im Laufe des heutigen Abends mit Ihnen diskutieren. Einige sind sehr kontrovers und ich kann Ihnen versichern, innerhalb unserer Arbeitsgruppen waren die Diskussionen auch sehr kontrovers. Es wurde unter anderem, ich darf es sagen, teilweise gegen Juristen gehetzt. Unverschämtheit. Aber das macht nichts. Schließlich dürfen wir ja den Technikern erklären, wie es wirklich läuft. Aber bevor wir zur Diskussion kommen, zur Diskussion unserer Thesen, zur Diskussion unserer Fragen, darf ich weitergeben an den ersten unserer beiden Keynote-Speakers. Isabel hat Owen Pringle, Direktor für digitale Kommunikation, bei der wohl bedeutendsten internationalen Menschenrechtsschutz-NGO Amnesty International schon vorgestellt. Und es freut mich sehr, Ihnen jetzt Owen Pringle ankündigen zu dürfen. Der erhält, wie das Internet als Tool, als Werkzeug eingesetzt werden kann, um Menschenrechte global zu schützen, um sozialen Wandel zu bewirken und um die Welt ein Stückchen gerechter zu machen. Vielen herzlichen Dank. Bis bald.